Ich bin Robocop. Wer will noch auf die Schnauze? Heitere Zockerfreunde, willkommen zu einem neuen Video hier bei mir, Onkel Zock. Ja, was soll ich sagen, Freunde, seit dem letzten Video sind einige Wochen ins Land gegangen und seitdem ist eine ganze Menge passiert, was wir nachholen müssen. Ganz vorne mit dabei natürlich die UEVR-Mod von Praydog, mit dessen Hilfe man ja annähernd jedes Unreal Engine 4 und 5 Spiel in VR zocken kann. Ja, und die ganze VR-Welt spricht natürlich darüber und jetzt holen wir hier auf dem Kanal das endlich auch mal nach und wie ihr sehen könnt, habe ich mir direkt ein geiles Spiel rausgesucht, das ja eigentlich ein Flat-Spiel ist, aber dank der UEVR-Mod, Freunde, kann man dieses Zock jetzt in VR genießen und das will ich mit euch jetzt mal machen. Wir zocken mal rein, ein Stündchen, gucken wir mal, wie es läuft und ich freue mich drauf. Ich bin ein großer Robocop-Fan. Vor allen Dingen, der erste Film ist absoluter Kult, habe ich schon ein paar Mal gesehen, finde ich geil. Der kam ja 1987 raus, da habe ich ihn allerdings noch nicht geguckt, da war ich noch ein bisschen zu jung für. Aber ein paar Jahre später habe ich statt nachgeholt und ja, finde ich geil. Und genau auf diesem Film oder hauptsächlich inspiriert von Robocop 1 ist nämlich Robocop Rook City. Und deswegen freue ich mich darauf und deswegen hüpfen wir jetzt rein in Robocop Rook City, Freunde. So, spielen und ja, natürlich von vorne. Ich habe schon ein bisschen gezockt, um natürlich die VR-Mod ein bisschen zu testen. Und ja, ich bin absolut zufrieden. Aber wir zocken jetzt natürlich von vorne. Neue Hauptkampagne. Möchtest du ein neues Spiel von Anfang an beginnen? Hell yes, wir machen normal und dann geht's los. Robocop, Freunde. Und das Geile ist ja, ich bin Robocop. So, und jetzt Klappe zu, Story. Okay. You give us 3 minutes and we give you the world. Good evening, I'm Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer. And that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on ein neuer Player in der Stadt, Freunde. Bei den bösen Jungs. I'm sorry. There seems to be Oh. Disturbance? I'm a big fan. Now move. Und schon ist die Kacke am Dampfen, Freunde. Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the number one supplier of nuke in old Detroit. The most potent, addictive drug available in every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Okay. Let's get you up here. Oh-oh. Mächtig großer Fehler, Freunde. Das ist ein Officer. Officer Howard, to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. Leute, ich komme gleich, euch zu befreien. Officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. Oh, okay. Enjoy. New guy, us Torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money, we've got the power.
So let's talk. Okay, Freunde, da kommen direkt bei der Story Robocop 1 Vibes rüber aus dem Robocop 1 Film, auf jeden Fall. Geil. Okay. Okay. Alles klar. Ja, Grafik ist cool, auf jeden Fall. Klar. Nickel-nagel-neues PC-VR-Spiel, Freunde. Oh, alles klar. Yeah, Robocop, Freunde. Das bin ich. Geil, oder? Okay, cool. Der sieht genauso aus wie den Film. Also so ziemlich, würde ich schon behaupten. Okay, ja, und wie in den Filmen bewegt er sich auch sehr langsam wie ein Panzer. So ist das aber bei Robocop. Und der ist ja eh gepanzert wie sonst was, also ist egal. So, Freunde, dann bewegen wir uns mal. Okay, so. Tag, Typ. So, oh ja. Na, Freunde, okay, kurz mal umgucken. Kurz mal umgucken. Ja, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Okay, wir sind in Detroit. Wir sind mitten in Detroit. Und ja, müssen uns jetzt direkt um diese Geiselnehmer-Typen kümmern. Okay. Boah, die Reflexionen. Geilo. Mad, Alter. Unreal Engine halt. Ja, sieht geil aus, Freunde. Ja, wie gesagt, wir bewegen uns Robocop entsprechend. Leute! Das war ein bisschen laut, sorry. Leute, die Kavallerie ist da. Geil. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das macht Bock. Das macht Bock. Geil sieht das aus. Okay. So, Freunde. Und ich kann euch sagen, gleich geht da vorne, da drinnen, der Punk ab. Da wird nämlich direkt losgeballert. Und, ja, das macht Spaß. Aber ja, dazu kommen wir jetzt. Okay, hier ist schon einer abgenippelt. Hier ist gleich einer am Abnippeln. Okay, Leute. Tag, Freunde. Boah, geile Mat. Geil. Wow, und die Soundkulisse. Geil. Okay. Ich komme. Kann ich auch rennen? Rennen? Ja, man kann ein bisschen schneller laufen. Büschen. So, Freunde. Okay, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, geht jetzt gleich direkt die Party ab. Okay, erstmal, Moment. Erstmal mal ein bisschen Story. Okay, das mit den Zwischensequenzen ist echt schwierig. Ich hoffe, ich wackel nicht zu sehr, weil das ist irgendwie hier gesteuert mit dem Controller. Das hängt wahrscheinlich mit der Art an, wie wir injected haben. Naja, gut. Hören wir weiter. What is the situation? Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? Ikke. I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, let's get you patched up. Ja, totale Film-Vibes, Freunde. Geil. Okay, ich will ballern. Medic? There you are, partner. Lewis. Tag. The hell is going on up there? Okay. Die Büroräume. Sorry, dude. The police want us to release the hostages. Oh, oh. So no hard feelings. Oh, nicht gut. Und schön. Tja. Hey, you can't go in yet. We need to wait for the reinforcements. Von wegen, Typ. Die Verstärkung ist da, geil. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me, but you can take the heat. So, I'll figure something out. Besides, ich bin Robocop, ich nehme einfach den Vordereingang, Freunde. Go on. So, Leute, die Party beginnt. Die Party beginnt. So. Also. Genau, wir sind drin und hier wird direkt losgeballert gleich. Ha! Tag, Leute! Jetzt gibt's auf der Schnauze! Guys, we've got company. Anyone expecting a silver freak? Yeah!
die legendäre Robocop-Wumme. Und der läuft auch immer die ganze Zeit so rum. So mach ich das jetzt auch, Freunde. Okay, alles klar, alles klar. Okay, ich muss erstmal parat kommen. So, bye, bye, du Typ. Oh, Alter, Leute, ich muss gleich. Okay, okay, okay. Alles klar. Okay, genau wie der Film ist auch das Spiel sehr explizit. So, wie kann ich das nehmen hier? X. Warte, das war. Wieso ist das jetzt neben mir explodiert? Ah, so. Okay. Alles klar. Okay. Typ. Okay. So. So, wer will was? Wer will was? Wer will was? So, warte mal. Wo muss ich hin? Okay. Genau, also so wie der Film ist auch das Spiel extrem explizit, was die Gewaltszenen angeht. Okay. So, ich glaube, ich muss jetzt erstmal säubern. Da! So. Bye, bye! Nachladen. Jawohl. Komm, hau ab, ey. Ich bin Robocop. Wer will noch auf der Schnauze? Ah. Ist auch geil, wie er alles rumfetzt, ne? Warte, warte. Nachladen, nachladen. Ich muss noch ein bisschen klarkommen mit der Steuerung. Hab ich schon? Ah ja. Ich hatte nur ganz kurz gespielt, daher bin ich jetzt. Warte. Ah. Bin die steuerungstechnisch jetzt noch nicht so ganz drauf. So, da ist mein Wummel. Hier, alles geht kaputt, ne? Und das ist halt auch geil, wie alles so rumfetzt hier. Batsch, batsch. Das ist geil. Und das ist halt in den Filmen. Halte B zum Reparieren. Ah, warte. Alles klar. Das ist in den Filmen. Das ist in den Filmen halt genauso. Da fliegt auch alles rum, alles explodiert, alles geht kaputt. Und auch die Typen halt, ne? So, ich weiß, ich bin bisher noch nicht so gut. Ich bin noch in der Klarkommphase und am Quatschen. So, 49% Energie. Ich muss auch mal auf mein Zeug gucken. Komm, Abgang. Okay, wow, nice. Ciao, Typ. So, warte jetzt mal, was haben wir denn hier? 9mm Pistole. Okay, die Wumme haben wir weggesteckt. Nö, ich behalte meine geile Wumme. Wie kann ich denn wechseln? Achso, das geht jetzt gerade eh nicht. So. Ah, okay, Aufzug. So. Draufbleiben. Okay, geil. Direkt am Anfang. Action, ballern, Geilomat. Story. Louis, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you know. After you. Okay. Alles klar. They sabotage the elevators and staircase too. So. Okay, und ja, das funktioniert ziemlich gut. Die Wumme schwebt so ein bisschen vor mir. Sie ist nicht ganz perfekt beim Controller, aber es ist cool. Es tut der Sache keinen Abbruch. Auf jeden Fall. So, irgendwie konnte ich auch die Waffen wechseln. Da war Nachladen. Wo konnte ich die wechseln? Ne, da habe ich mich jetzt repariert. Das ist ja auch in Ordnung. Nein. Irgendwo. Ach so, ich habe sonst keine mehr gerade. Das ist das Problem. Ich depp. So, Leute. Ja, und wie gesagt, grafisch ist es eine feine Sache, Freunde. Klar, Unreal Engine 5. Ich habe einstellungsmäßig, ja, so fast alles nach oben geschraubt. Aber. Ach, das ist fresh, okay. Aber nicht ganz alles, weil ich hatte da ein bisschen Ruckelzeug und dann habe ich noch ein paar Sachen runtergefahren, dann war das cool. War ich zufrieden mit. Was haben wir hier? Regenerationsladung. Sehr gut, brauche ich. Wie viel habe ich denn davon? 2 von 3, okay. Alles klar. So, was geht hier? Ja, rein. Wow, wow, wow. Was jetzt? Zeitlupe. In die Schnauze. Holy Macaroni. Geil. Okay. Ah ja, jetzt nehmen wir mal das hier wieder. So.
Und wie kann ich jetzt wechseln, Freunde? Jetzt habe ich ja definitiv nur... Ach, Y. Wo zum Geier ist jetzt Y hier? Ach, jetzt habe ich... Toll. Nee, wo ist Y? Ah, okay. Alles klar. So wechsle ich die Waffe. Okay, cool. Nehmen wir mal die als erstes. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine andere Waffe. Ganz ruhig, ich bin ja da. Wow, gut gemacht, Tussi. Bye, bye. Ey, geh mir aus der Sonne. Sollte ich nicht besser vorgehen? Ich bin der Meinung, dass ich besser vorgehen. Ja, ja, ja. Bye, bye. Wow. Explodiert vor meiner Schnauze. So. Was haben wir hier? Was will ich mit dieser 9mm? Ich gebe ich dann die ich jetzt habe, ab? Oder wie ist das? Checken? Ja, dann gebe ich die ab. Na, pf, was soll ich denn mit der Spritzpistole, Alter? Gib mir das Ding wieder. So. Habe ich hier eigentlich was zum Einsammeln? Weil ich habe aus Versehen eben mich repariert. Naja, egal. Okay, cool, 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 cool. So. Was haben wir hier? Hinweisprogramm. Okay, drücke LT, um Robocops Sicht, Personen oder Objekte zu überprüfen. Boah, Alter! Okay, das sieht komisch aus. Weiter geht's. Egalisch. Hat der irgendwas? Nee. Okay. Ah, gucke mal. Danke. Dankeschön. 3 von 3, Freunde. Party kann weitergehen. So. Wer will noch was? Hau ab. Boah. Bye, bye. Geil, ich habe meine Wumme wieder. Die ist eh am geilsten, Freunde. Okay. Alter. Ist das so? Ja, aber echt, sind wirklich viele. Die kleinen Wummen will ich nicht. So. Hau ab. Boah, Granate! Batz! Nice! So, da müsst ihr schon mit mehr kommen. Vielleicht mit einer Bazooka oder so. Hau ab. Alter. Boah, der war ein bisschen gepanzert. Ah, okay. So, warte. So, okay. Boah. So. Mach Bock, mach Bock, mach Bock. Was haben wir denn da Feines? Ja, damit. Sturmgewehr. Ja, ja, ich komme. Was geht? Was haben wir denn hier? Was soll ich tun? Strom wieder einschalten, okay. Untersuchung von Objekten. Mit der Robocop-Sicht kann man Objekte oder Personen untersuchen, um Hinweise zu finden. Untersuchbare Objekte sind mit Fragezeichen markiert. Drücke Robocop Vision, während du Fragezeichen ansiehst, um sie zu untersuchen. Okay. Und welcher Knopf ist das, Alter? War das das hier? Ist das das? Oder was? Ah! Okay. Linker Trigger. Okay. I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. I think I've got something just for that. Sehr pragmatisch unterwegs, das Mädel. You are very resourceful. Thanks, but I'd say it was a team effort. They're holding everyone in the studio. It's on the 30th floor. Ich fühle mich wie im Film. Echt geil, Freunde.
So, was willst du denn jetzt? So, our friends in blue finally decided to join our glamorous show. I'm afraid you're too late for my autograph. Ist das so? Chopper's ready. I've gotta go, but the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement. So don't skimp on the nuke. See ya. What a freaking psycho. We need to be quick before they kill anyone else. I know that look, Murphy. You saw something, didn't you? Yeah. We are here to enforce the law, Lewis. Let us stay focused. Right. Just keep in mind that I'm here if you need me, partner. Claro. Okay. Slime bags detected. Drecksäcke entdeckt. Just look at that, boys. The police dog and its bitch. Not sure which one is which. You're gonna take that back. Wie schießt denn der Typ? Tja. Netter Versuch, Typ. So, was geht? Aber ich bin der Super Robo. Cyborg Robocop. Oh Gott, das geht ja sogar. Klar geht das, hallo. So, Freunde. Mega. Weiter geht die Party. So. Wer hat noch was zu melden? Wer hat was zu melden? Wer hat was zu melden? Der soll zu mir kommen. Okay. 3 von 3 haben wir wieder. Ja, dann gib mir eins. Warte. Wo ist es denn? So, da, genau. Okay. So. Let's dance. Boah, wie alles rumfetzt, ey. Mega. Abgang. Leute, was ist? Was geht? Weg damit! Das macht Fun! So. Komm, gib mir das. Bye bye. Wow. Leute, hab ich einen Spaß! Oh, da ist einer von diesen gepanzerten Typen. Ich muss mich mal aufladen. Aufladen. So. Oder reparieren. Hau ab. Oh, geile. Oh, da ist ja noch einer. Ey, hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. So, das war's mit dir. Was haben wir hier? Nimm, gib. So. Okay. Ich hab Spaß, Freunde. So, was haben wir hier? Guten Tag. Geht drauf. Oha. Okay, das war ein bisschen zu krass. Oh, bisschen zu krass. Bisschen zu optimistisch, ne? Aber man fühlt sich halt auch echt wie ein Panzer. So. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Gib her. Oh, das bist du, Alter. So, was haben wir hier? Get out of here! Da, das ist so geil! Zieht euch das rein! Wie übertrieben das Holz fetzt! Aber genau so ist es auch im Film! Mega! okay, Konzentration! Okay. Ja, dann gib mir das. Na, gib mir lieber das! Okay, Freunde, ganz ruhig. Concentration in the Nation. So, was haben wir hier? Ah, okay, aufpassen. Vielleicht kommt jetzt wieder so ein Zeitlupen-Moped, wie eben. Okay, und? Verschlossen? Was haben wir jetzt? Wenn du es mit Kriminellen zu tun hast, die Geiseln genommen haben, bleiben dir nur wenige Sekunden Zeit, um die Bedrohung zu eliminieren und die Unschuldigen zu schützen. Nutze deine außergewöhnlichen Reflexe, um die Herausforderungen zu meistern. Ja, genau. I will. Wow! Bye. Nein, nicht auf die Geiseln. Ich muss das verhindern. Ich hab's geschafft. Ha! Huh!
Thank God you come. This lady really needs to see a doctor. Kein Problem. Murphy, wir sind jetzt da. People need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. Geil, wie der läuft. Yeah, das war die Filmdrehung, Freunde. Extra für uns. Geil. So macht das nämlich auch im Film. Okay, Leute. Weiter geht's. Ist die Wumme geladen? Ich sehe das gerade gar nicht. Egal. Okay, was haben wir hier? Oh, oh, so viele Regenerationszeugs. Warte mal. So. Zack. Zack. So, geil. Das hat sich einen Grund. Ah, okay. Nachladen. Jetzt sehe ich auch wieder mein Zeug. Okay, Leute. So. Wo ist der Rest? Wer will noch was? Wer will noch was? Wer hat noch nicht? Oh ja. Oh ja. Das sieht definitiv nach Partyraum aus. Okay. So geil, ey, Freunde, so geil. Obwohl das kein VR-Spiel ist, es ist, ich bin voll drin, so wie ich es immer bin, wenn ich ein VR-Zock spiele. Es ist nicht ganz so perfekt wie ein natives VR-Spiel, ist ja klar, aber es ist wirklich nahe dran. Und das und alles, was ich tun muss, ist Eject klicken und ein Profil reinladen, das ich von der Praydog-Seite habe. Übrigens, da findet ihr das Profil dazu. Und dann hat es direkt schon funktioniert. Guten Tag, hallo Jungs! Na, was geht? Oh, gar, oh, nice! So, nachladen. Ist das mega? Ja, 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 ja. So, Double Tap. Okay. Warte, warte. So. Weißt du? Wechseln. Wechseln. Ja. So. Okay, nö, ich bin noch voll. Ah! Hallo Jungs! Okay. So, der ist kaputt. Oh, was haben wir denn hier? Komm, gib. Bye bye. Nein, wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Nachladen und hier hatten wir doch noch so ein Ding. Ist das Muni jetzt? Ne, das ist genau. Ach, weißt du was? Ich nehme die mal wieder. So, und dann ist doch das jetzt hier auch Munition, oder? Ah, okay, kann ich nicht nehmen. Okay, doch nicht. So. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter, Freunde. So. What? Okay, interessant. Ich dachte eigentlich, die zerfetzt. Hätte es doch eigentlich auch müssen, oder? Okay, da geht's wohl weiter. Ah, hier haben wir nochmal so ein Lademoped. Ja, ich bin schon, hab schon 3 von 3. So. Ah, hier sind noch Zambellonis. Boah, Granate! Ich wollte gerade sagen, da war doch eine. Okay. So. Ah. Tja, zu spät. Ab. Komm, lad schon nach, Alter. So, bye bye. So, 95%. War da noch was? Nee. Unbesiegbar. Ich hab wieder alles umgefetzt. Bye bye. Ah, wo ist jetzt? Hier ist ein Muni-Zeichen. Wo denn? Ah. Ja, ja, ja. Ich hab dich schon gesehen, Typ. Okay. So. Alles klar. Gib her. So. Läuft doch bisher easy peasy.
Wake up and shine. Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir. Boah, Alter! Wo kommst denn du angeschissen? Bye, bye. Okay. Haben wir es jetzt hier drin? Alles klar. Wie viel Schuss? 30. Und 7 Magazine oder was? Geil. So. Okay. So. Hallo? Noch jemand da? Oder alle schon im Sack? What? Oh. Okay. Boah. Ich versuche mich mit der Kamera mitzubewegen. So, jetzt, okay, ich bin wieder am Start. Bin ich im Sack? Muss ich mich aufladen? Nö. Wäre nicht nötig gewesen. Okay. Hallo? Wer hat das da hingelegt? Wem habe ich das zu verdanken? Klar habe ich mir die Hände gewaschen. Okay, das sind irgendwelche Erinnerungen, die er hört, oder? Hallo? Okay. Ich befürchte nicht. Ich befürchte, er ist nicht rechtzeitig zum Abendessen da. So! Autsch! Okay. Alter! War ich nicht eben schon hier? James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer. Okay, alles klar. Ich glaube, da drin geht Party. Jetzt, ich wähle mal die Wumme. Kann ich zur Wumme wechseln? Kann ich nicht? Warte. Nee, also gut, dann so. Wow, 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 wow. Alle noch am Start? Puh, hab ich alle Geiseln gerettet? Bin mir nicht ganz sicher, Freunde. Okay, der Oberhampelmann ist ja immer noch am Start. Okay. Das werden wir noch sehen. Ah, nee, das ist nicht der Obermacker. Ach, der Suit, der wurde von einem Hubschrauber abgeholt. Okay. Okay. Shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! I swear to nuke! I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds! 3! Our family is the only thing I need to be happy. Wach auf, Robby! Sonst ist die Alte gleich weg vom Fenster. 1! Last chance, weirdo! I love you so much, Alice. Autschi! Wow! In die Schnauze! Okay. Ah, gut. Schön, dass du auch mal was macht, Louis. So. Und die hat das aufgenommen, Mist. I am sorry. Can you see? It's unstable. Ma'am, please calm down. It's been a very tough evening and I assure you that everyone wants to be back home with their families. So sieht's aus. Okay. Oh, geil. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. RoboCop Rook City, Freunde. Ja, das war dann wohl das Intro. Quasi. Und das, ja, das war schon mal geil. Auf jeden Fall. Hat Bock gemacht. So, was passiert jetzt? Okay, jetzt kommt noch ein bisschen Story, nehme ich mal an. Puh. Okay, das war geil. Der Start war schon mal geil. Viel Geballer, Explosion,
und ein bisschen Story. War cool. Okay, ja klar, geil. Auch wie im Film. No problem. Do you take singles? Get back in line. They're here. Ja, absolute Film-Vibes. Geil. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine? Especially one as unreliable as Robocop. Tja. We asked Max Becker, the head of security concepts at OCP. Now quiet. We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen. I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. Okay. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Mm-hmm. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. Okay. Everyone is dismissed. Na dann, gehen wir mal weiter. I need your report on the TV station incident. Der Anfang war schon mal großartig. So, dann gehen wir mal dem Hampelmann hinterher. God damn it, when will this be fixed? Don't hold your breath. OCP isn't looking to spend a dime on our equipment. Geladen und entsichert, okay. My favorite walking, talking law enforcement. Okay. Okay, let's get gehen hier ab, Freunde. Muss ich zu dem Typen oder was? Was geht? Ah, öffnen. Okay. Alright. Oh, Alter. Why don't you take a seat for me? Boah, die Zwischensequenzen sind anstrengend, Freund. I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. So, here's the deal, Robo. The old man is not happy with your performance. Instead of sending you to the scrapyard, as I suggested, he wants to fix you. Genau so sieht er im Film aus. Hey, geil. Pretty boy. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So, better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. So, okay. Robocop Bewertung. Sekundäraufträge. Alle Hauptziele abgeschlossen. Geil. Und Sekundäraufträge, was geht da? Geheimnis des Fernsehsenders Nummer 2 gefunden. Ach, okay. Gar nicht mitgekriegt. Alle Geiseln im Büro gerettet. Yeah. Alle Geiseln im Studio gerettet. Ach, shitty. Da habe ich wohl doch nicht alle gerettet.
Immerhin ein B, Freunde. Fürs erste Mal in Ordnung, würde ich sagen. Und nun? Was haben wir jetzt? Fertigkeiten. Jedes Mal, wenn du ein neues Level erreichst, erhältst du einen Fertigkeitspunkt, mit dem du deine Fähigkeiten ausbauen kannst. Durch den Ausbau von Fertigkeiten kannst du deine Effizienz steigern, einzigartige Vorteile erhalten und vorteilhafte Dialogoptionen freischalten. Drücke Steuerkreuz links, um den Fertigkeitsbildschirm zu öffnen. Zack. Warte, das war doch so. Ja. Ah, okay, was haben wir jetzt? Okay, Kampf. Okay. Bonus Waffenschaden, Panzerung, Schadensminderung, Gesundheit, Bonus Gesundheitspunkte, Chip-Modifizierungsbonus, Dauer der Fertigkeitszeitlupe. Okay. Erweiterter Sichtbereich für Ermittlungen, Deduktion, mehr Erfahrung aus Notizen, Psychologie, geringere Anforderungen für alle Dialogoptionen. Nee. Wir machen erstmal ganz profan Kampf, den Waffenschaden erhöhen. Zacki, zacki, so machen wir das. War es das schon? Ja, das war es wohl schon. Cool. So, Freunde, und nun? Wir sehen etwas unwanted activity in your Hippocampus. We'll have to keep an eye on it. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to check that all circuits are in order. What are your prime directives? Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Okay, nothing disturbed. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. Okay. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, he wants everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. Ah, okay. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. Der neue Player in der Stadt, Leute. But we... Ja, später. Ich habe Business zu tun. Business! So. Wo müssen wir hin, Leute? Wo müssen wir hin? Da, okay. So, bis später. Jetzt muss ich zur nächsten Party, Freunde. Oh ja, zur nächsten Party. Schneller, komm, Typ, komm in die Puschen. Yes, ja. Zacki, zacki. Aus dem Weg, hier komm ich, Freunde. Der nette Robo von dem Mann. Soll das ein Witz sein? Ich komm nicht durch die durch. Alter. Okay. Alles klar. Da scheint es zum Besprechungsraum zu gehen. So, Tag. Ah, alrighty then. So, da bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. The crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. Uh-huh. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. Okay. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. Alles klar, Leute, okay. You go ahead, partner.
I need to write this report. And there's something else I need to do first. Eine Mission machen wir noch. So, okay, was ist das? Revier verlassen, alles klar, machen wir. Okay, eine Mission geht noch, Freunde. So, Revier verlassen, scheinbar durch den Keller oder was? Freunde? Ah, alles klar. Okay. So, Tag, Jungs. Ja, das ist gut. Das ist gut. Dann auf zu den Straßen, Freunde. Straßen von Detroit. Möchtest du das Gebiet verlassen? Dadurch gelten Nebenaufgaben als gescheitert. Zu viele Beschwerden, die Lage stinkt, geladen und entsichert. Ah, okay. Also es gibt theoretisch hier noch Dinge zu tun. Aber, Freunde, ich mache jetzt einfach noch die nächste Mission mit euch. Ui, holy macaroni. Geil, raus hier. Okay, eine Mission geht noch. Okay, ah ja, ja, Detroit. Alles klar. Gucken wir uns mal um. Hier sind sicher nur freundliche Leute, die uns wohlgesonnen sind. Ja. Tag, Typ. Du bist gekommen, um in dieser Stadt aufzuräumen. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Und wenn du mir auf den Sack gehst, fange ich mit dir an, Typ. So, also. So, okay. Wir müssen wohl in diese Richtung. Boah. Ja, geil, Freunde. Okay. So. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit, Leute. Tag. Nichts für ungut. So. Ja, das sieht aus, als ob man da hin will in diese Gasse. Okay, da sind schon andere Polizistenkollegen. Okay. Der scheint alles im Griff zu haben. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. So. Nach Suits Aufenthaltsort fragen, okay. Ja, scheinbar. Müssen wir in den Arcade? Ja, geil, da wäre ich eh reingegangen, Freunde. Geil. Okay, so. Na, wenn da kein Stress kommt, Leute, was denkt ihr? Was denkt ihr? Meint ihr, das fluppt jetzt? Ich sag, nö. Oh, Alter. Die Zwischensequenzen sind hart, ey. Da merkt man halt, dass das kein natives VR-Spiel ist. Also bei den Zwischensequenzen auf jeden Fall. Seht ihr garantiert auch im Video. That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. Das ist für Typ. I get lost. Was ein Typ, ey. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Ja, ja, von wegen. Information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man. So I'm going back to my office now. Dass überhaupt jemand aufgebegehrt, wenn so ein Roboter vor dir vor einem steht, ey. Naja. Oh, on second thought, you can't do that. Cause you don't have a warrant, do you? Gucken wir mal. What a douchebag. Tja. Was? Keller betreten. Ja, vielleicht brauche ich keinen Durchsuchungsbefehl. Okay, Untersuchung von Objekten. Mit der Robocop-Sicht kann man Objekte oder Personen untersuchen, um Hinweise zu finden. Untersuchbare Objekte, ja, das hatten wir doch schon mal. Okay, wie war das nochmal mit der lustigen Robocop-Sicht? Warte. Ich muss gucken. Ah, warte. Okay, ich muss mich erstmal hier umgucken. Was? Warte. Wird gescannt. Okay. Scanergebnisse. Schlamperei festgestellt. Irrelevant für den Fall. Okay, alles klar. Da ist was. Guck mal. Was ist das? Ah, okay. Jetzt raff ich langsam, wie das geht. Erbrochener Mageninhalt. Irrelevant für den Fall. Alter. Okay, gucken wir mal da hinten.
Okay, wir müssen das jetzt durchsuchen. Okay, alles klar. Ist hier irgendwo ein Fragezeichen zum Scannen, Freunde? Hier? Oder was geht ab? Da! Da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was. Okay, was ist das? Was ist das? Spritze mit Spuren von Scharnier... Was? Scharnier, Schmier, Mittel. Irrelevant für den Fall. Okay. Alles klar, Leute. Alles klar. Bisher kommen wir der Sache nicht näher. Was geht hier? Heiligsblechle, was geht mit dem ab? Was geht bei dir? Okay. Missbrauch von psychoaktiven Substanzen. Okay, ein minderjähriger. Alles klar. Substance misuse. Oh man, a real like TJ Laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? Genau, wer hast, woher ist das Zeug? I shouldn't say, but you are my TV hero. So. All right. All of the arcade staff. Aha. As long as you got cash. So sieht's aus, Freunde. But I have a great idea. You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ. Mach ich doch gerne. Alles klar, Durchsuchung genehmigt, Freunde. So schnell geht's. So, jetzt gibt's auf für Schnauze. So sieht's nämlich aus. So, Leute. Klopfe ich jetzt nochmal an oder wie? Sure. Open the door. I have the warrant. Upsie, I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. Ich denke nicht, dass das ein Problem sein wird. Genau. Und renn. Bye bye, du Sack. So, jetzt will ich bitte meine Wumme haben. Das wäre nett. Kann ich die? Scheinbar brauche ich die noch nicht. Robocop ist der Meinung, dass ich sie noch nicht brauche. So. Tja, das hast du jetzt davon. Alles klar, Freunde. So. Okay, ihr Deppen. Alter. Okay. Oh. Waffen genehmigt, Freunde. Da war gerade ein ordentlicher Glitch. Und direkt die Schnauzen weggeballert, Alter. So. Wie war das nochmal mit dem Nachladen, Freunde? Ja, genau. Wow. Komm, hau ab, Alter. So, Leute, ihr wolltet es ja auf die harte Tour. Ich kann auch nichts dafür. Habe ich mir nicht ausgesucht. So, dann nehmen wir doch mal eine von den Women. So, den Arcades mache ich nichts. Den guten Arcades mache ich nichts. Sie können nichts dafür, dass solche Vollpfosten hier abgehen. Komm. Weg. Netter Versuch. Also, man ist echt eine ziemlich unaufhaltsame Killermaschine, Alter. Okay. Alles klar. Was muss ich eigentlich machen? Die Gefahrenquellen eliminieren. Alles klar. Ein Auftrag nach meinem Geschmack. So, muss ich das? Sack Nuke oder mach die Biege? Die Biege, wie geil, ey. Mach die Biege. Sag Nuke oder mach die Biege. Sag den Käufern, sie sollen aufhören, erfundene Namen für Nuke zu verwenden. Schluss mit diesem doppelten Käse, Tante N, heißer Soße, Leichensäcken und rotem Scheiß, was auch immer. Das verwirrt meine Leute nur und das ist schlecht fürs Geschäft. Die Bullen können einen Scheißdreck tun, also gibt es keinen Grund, in Codes zu labern. Diese Junkies kaufen entweder Nuke oder gar nichts. Dein liebenswerter Superstar Oberboss S. In Ordnung. Why not? Okay, war hier nicht noch was? Warte. Was haben wir hier? Ah, Drogen, Freunde. Nehmen wir mit. Konfisziert, so sieht's aus. Boah, Alter! Warte, konfisziert? Okay. Ich mache hier schön Picknick, während alles voll ist. Schnauze weg! Okay. So, wer will was? Wer will noch was? Will noch jemand was? Komm, will noch jemand was? Sieht irgendwie nicht so aus. So. Ah, hier, warte mal, greifen. Warte mal, nee, hier, ich habe irgendwo Munitionszeichen gesehen. Ach, ist egal, ich habe ja meine super Wumme. Wie sieht's mit meiner Energie aus? Ich habe noch. So,
Ah, okay, da geht die Party. Da geht die Party. So. Okay. Verriegelt. Ja, und? Open the door or you will regret it. So sieht's aus. Sell drugs to kids without you harassing them every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find Soot? Well, if that's the case, shut it, bozo. Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant. And don't you dare open that door. I'll shoot you. Have it your way. Ja, komm. Dann halt so. So, ist noch jemand irgendwo? Nö. Okay. So, scheinbar war es das erstmal. Da haben wir einen Safe. Kann ich den aufmachen? Technik Level 6 habe ich offensichtlich nicht. Noch nicht. Auch scheinbar kann man hier wieder hin. Was haben wir hier? Ah, Moment. So. Okay. Suche nach Hinweisen. Ja. Muss ich was tun? Falls ich was tun muss, es geht nicht. Ah, okay, warte. So geht's. Ah, warte, da war was. So. Okay, Nummer 1. Anruf, Benachrichtigung. Zu viele Cops gehen hier auf Streife. Bleibe, bis der Polizeiinformant geredet hat. Suits Anweisung. Aha. Durch den Entzug ist der Spitzel zu schwach. Benutze das verdorbene Nuke, um ihn aufzupeppen. Geister aus die Straße runter neben den Bahngleisen. Alles klar, Leute. Das war Hinweis 1. Wo haben wir noch was? Okay. Oh, was geht? Hier sind doch Bilder, Alter. Da eben, also... Krassere Hinweise gibt's kaum. So, Aufnahmen von Fassaden des Geisterhauses. Okay, ich nehme an, da müssen wir demnächst mal hin. Wo haben wir noch was? Warte, was ist das? Nee. Ah, guck mal hier. Hier ist noch was, Freunde. Okay, Scanergebnisse. Keine Nachrichten aufgezeichnet. Okay, so, neue Spur erlangt. Im Geisterhaus ermitteln. Sag ich doch, dass wir da hin müssen, Freunde. Was ist das? Geil. Regeneration auf Maximalwert. Ja gut, dann lade ich mich doch auf, weil ich meine... Moment, wo war das? Genau, dass ich nicht ganz voll bin. So, jetzt her damit. Okay, dann ab zu diesem ominösen Geisterhaus, Leute. So, raus hier. Ich glaube, hier hat eh jetzt keiner mehr was zu melden. Die sind alle im Sack. Leute, ist das cool, dank dieser UEVR-Mod als Robocop rumzulaufen. Eigentlich ein Flat-Spiel, nur um das Ganze nochmal zu erwähnen, um die Zeit zu überbrücken, bis wir da sind, wo wir hin müssen. Nee, wirklich großartig. Ich freue mich schon auf die noch kommenden Spiele, die wir zusammen zocken werden mit dieser Mod. Und das werden nicht wenige sein, das kann ich euch sagen. Ich freue mich drauf. So. Ich glaube, man kann auch irgendwie rennen. Ich habe noch nicht gerafft, wie. Ist egal. Was soll's? Können wir umso mehr hier den Spaß genießen. So, raus hier aus der Spielunke und rein in die nächste wahrscheinlich. So, okay. Boah, Alter. So. Jo, der hat wahrscheinlich viel zu tun. Der Leichentyp. So. Robocop steht da und guckt zu, wie der eingepackt wird. So, also, Geisterhaus ausfindig machen. Aha. What? Ist mir doch egal. Ich gehe zu dem Geisterhaus, ey. Keine Zeit. Ich nehme an, das ist eine Nebenmission und so wie es aussieht, gibt es davon eine Menge im Spiel. Ist cool. Aber da wir uns jetzt... Oh, das sieht so geil aus. Generell die Gasse hier hinten. Mega. Und die Graffitis, die Häuserwände, wie hier das Papier rumfliegt. Das ist also atmosphärisch schon mega geil. Was wollte ich sagen? Genau, ich will euch... Boah, das sieht krass aus hier hinten. Das sieht...
Also für einen Moment sieht das aus, als ob ich echt hier bin. Geil. Großartig, Freunde. Was wollte ich sagen? Ich schweife ab, ey. Ich hab's vergessen, Alter. Ah ja, genau, weil wir jetzt immer noch eine Mission machen hier. Und zwar die Hauptmission will ich euch jetzt noch zeigen, diese Hauptmission hier. Okay, so, sind noch ein paar Meter. Boah, das wird ja immer übler hier, Freunde. Das wird immer übler. Zum Glück fühlt man sich als Robocop sehr sicher, muss ich schon sagen. Tag, Leutchen. Warte. Ja, da muss ich lang. Ich bin so halbwegs richtig. Boah, krass. Okay, alles klar. Das scheint das Drecksloch zu sein. Ich würde sagen, nicht anklopfen, reingehen. So, Leute, das gucken wir uns noch an. Und dann passt das für heute. Okay, da sind wir, Freunde. Und wir müssen den Informanten der Polizei finden. Suche nach Sud. Ja, dann machen wir das. Oder wie auch immer der Typ heißt. Sehr einladende Gasse hier und da ist direkt schon Zampaloni. Hallo Typ! Scheiße, das ist dieser Metallfreak. Ey! Wow, wow, wow! Mächtig großer Fehler, Freund. Mächtig großer Fehler. Ich muss nachladen. So, jetzt aber. Und tschö. So, ich gehe mal davon aus, dass hier noch mehr Party ist. Jawohl. Alter, komm, 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 komm. Oh, Granate! Granate! Oh. Direkt eine Granate vor der Schnauze. So, alles klar. Mit Granaten habt das aber. Mit Granaten habt das. Boah, wo glitsch ich denn hier rum? Komm, mach einen Abgang. So. Wo war das mit dem Nachladen? Ah, ne. Waffenwechsel, genau. Alles klar. Okay. Das war's doch noch nicht, oder? Das war es doch garantiert noch nicht. Wow! Wow! Ist das eine Selbstschussanlage oder was war das, Alter? Okay. Liegt hier irgendwas rum? Okay, ich glaube, ich treffe den nicht. Dafür trifft der mich. 55%, okay. Dann nehmen wir direkt mal was. Okay, lass mal kurz umgucken. Lass mal kurz umgucken. Da vorne geht's weiter. Da vorne sieht das für mich aus, als ob es weitergeht. Okay, wir rennen jetzt dahin. Wir rennen jetzt dahin. Linker Stick und los. Oh, Alter. Der rennt ungefähr so schnell wie ein Stein. So. Komm. So. Guten Tag. Ich bin der Vermieter. Oh, geil. Ihr habt die Miete nicht bezahlt, Freunde. Was haben wir hier? Zeug? Gibt's hier irgendwas? Und das geht gar nicht. Ah, ich dachte, das explodiert. Schade. Okay. So. Okay, dann kommen wir vielleicht so rum an diesen Maschinengewehr-Typen. Wow. Nice. Wow. Ah, ich dachte, eine Granate. Nee. Ah, da ist er ja. Komm, lad nach. So, bye bye. Okay, Freunde, das sieht übel aus, aber das habt ihr jetzt davon. Habt ihr jetzt davon? Wenn ihr euch mit. Was ist das denn? Okay, alles klar. Alles klar, ja gut. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, Freunde. So, jetzt sind wir hier. Genau, da. Hier war der Typ, der auf uns von da oben geballert hat. Mächtig großer Fehler, Freunde. Wo? Schweres Maschinengewehr ausbauen. Alter! Yeah! Wer will was? Wer will was? Da könnt ihr noch so viel Granaten schmeißen. Geil, geil. Apropos Granaten schmeißen, ich muss mal aufladen. So. Okay, Leute. Alles klar. Jetzt empfehle ich euch definitiv, dass ihr euch nicht mehr mit mir anlegt, weil guckt euch mein Teil an, ey. So, was geht? Okay, da oben geht es scheinbar weiter. Aber wir gucken uns noch um, ob es vielleicht sonst noch irgendein Zeug gibt. Greifen. Was kann ich denn
Und dann kann ich das schmeißen oder was? Ja, ist egal. Okay. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Ja, schmeiß du deine Granate, wenn es interessiert. Bye, bye. Schön. Okay. Och, das war es leider mit der Superbumme. Egal. Apropos, Freunde, wie wäre es nochmal mit ein bisschen Energie? Eins habe ich noch. Was ist hier? Kann ich hier hoch? Nee, da scheint nichts zu sein. Okay. So, Leute. Wer hat noch was zu melden? Wer weiß noch nicht, wer hier der Boss ist? Wem muss ich es erklären? Mach ich mit Freuden. Hallo? Ist überhaupt noch jemand da? Okay, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das reicht für heute. Ich wollte zwar eigentlich die zweite Mission hier fertig machen, aber ich habe einfach nicht gefunden, wo es weitergeht. Gefühlt war ich in diesem Gebäude überall, habe mir alles angeguckt, aber ich finde einfach nicht den Weg weiter. Wahrscheinlich habe ich irgendwas ganz Bescheuertes übersehen. Egal, Freunde, ich würde sagen, für einen Ersteindruck reicht das aber, wie sich Robocop Rook City spielt in VR. Und ja, meine Meinung dazu habt ihr ja im Laufe des Videos mitgekriegt. Ich finde, es funktioniert sehr gut, auf jeden Fall. Noch nicht optimal, es ist noch ein gutes Stück weg von optimal, aber sehr gut auf jeden Fall. Also dafür, dass ich quasi die Mod installiert habe, sie gestartet habe. Ich habe ein Profil installiert. Das Profil verlinke ich in der Videobeschreibung übrigens. Und dann konnte ich direkt so loszocken. Ich habe sonst nichts gemacht. Die ganze Sache ging vielleicht 5 Minuten. Und dann lief das. Und dafür, dass das eigentlich ein Flat-Spiel ist und ich investiere 5 oder sagen wir 10 Minuten Zeit und dann kann ich das in VR zocken, Leute, geil. Und dafür funktioniert das sehr gut. Das Spielen an für sich auf jeden Fall. Die Zwischensequenzen, die haben mir des Öfteren auf den Magen geschlagen, weil irgendwie war die Kamera dann am Kopf platziert, manchmal aber auch an der Knarre platziert. Das hängt wahrscheinlich irgendwie mit dem Injecten zusammen und das war dann sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde, das ist etwas, worüber man auf jeden Fall hinwegsehen kann, dafür, dass man jetzt alle möglichen Unreal Engine 4 und 5 Spiele in VR zocken kann, mit so wenig Aufwand. Großartig. Also, ich kann es empfehlen, die UEVR-Mod. Ihr braucht natürlich einen dicken, fetten Gaming-PC. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Aber ja, hat man das, ist das mega geil. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf jeden Fall drauf, mit euch weitere UEVR-Zocks, weitere Flat-Zocks mit der UEVR-Mod zu zocken. Wir werden eine ganze Menge Spiele rausholen und zusammen zocken. Könnt ihr euch drauf freuen? Ich freue mich drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne wie immer einen Daumen oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Dann bekommt ihr es immer mit, wenn es ein neues, geiles Onkel Zock VR Video gibt, Freunde. Hier auf dem Kanal zocken wir nämlich VR-Spiele in allen Formen und Farben, hoch und runter. Und ihr könnt mit dabei sein. Also abonnieren. Danke dafür. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei mir, Onkel Zock. Tschüssi.